Willkommen zurück bei Zocker TV und heute in einem weiteren Video, meine Freunde, und zwar mit dem vierten Teil von Home Sweet Home. Letztes Mal ging ja richtig ab. Ich bin echt gespannt, was das Spiel heute für uns parat hat. Ich bin mega gespannt, ich will gar nicht lange quatschen, Leute. Wir sehen uns gleich im Spiel wieder und dann geht's los. So, Freunde, wir befinden uns im Spiel, und zwar genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Wir haben ja hier noch dieses mysteriöse Puzzleteil gefunden. Und hier draußen auf dem Dach ist uns dieses komische riesige Vieh gefolgt, mit diesem roten leuchtenden Auge. Und ja, hier spielen wir jetzt auf jeden Fall direkt weiter und schauen mal, was jetzt noch so auf uns zukommt. So. Ne, den Radio mache ich jetzt nicht an. So. Schon wieder eine Treppe. Es sieht alles gleich aus hier, echt alles. Okay. Die Tür ist auf jeden Fall weg. Schön. Ich wäre ja eh nicht mehr zurückgegangen. Jane, what? I'm coming. Was? Okay, ein Schlüssel. Polizeistationsschlüssel, erste Etage. Mhm. So, ich gehe in letzter Zeit oft nachts durch die dritte Etage. Wenn ich den Schlüssel nicht zurückgegeben habe, werde ich ihn im Safe meines Büros gelassen haben. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Das soll doch keine Polizeistation sein hier, oder? Kann ich denn noch Schlüssel benutzen hier? Anscheinend gar nicht. Janes Stimme aus dem dritten Stock, finde einen Weg. Was? Ich bin doch im dritten Stock, oder nicht? Naja, oben geht's bestimmt nicht rum. Hier auch nicht. Ach, guck mal, hier sind noch die Pläne, geil. Okay, da komme ich runter. Moment, nee, hier komme ich runter. Tür, geht's. Boah, jetzt mal jede Menge. Okay, das irgendwie so. Toiletten. Haupthalle oder sowas. Okay, wir gucken mal. Okay. Boah, Scheiße, Alter! Ich bin ja neugierig, ne? Was? Weiter geht's. Naja, nochmal wird
das Ganze nicht funktionieren, oder? Hat ja auch sehr langweilig gewesen, wenn es wieder so gewesen wäre. Auch vielleicht hier mit dem Gitter. Kann man nichts machen. Spezialedition, Preta-Erkenntnis. Ein Preta ist eine Art von Geist, der in Buddhismus, Hinduismus und ähnlichen Religionen bekannt ist. Es wird gesagt, dass dieser Geist unter ständigem Hunger und Durst leidet. Es wird geglaubt, dass diejenigen, die während ihres Lebens Todessünden begehen, mein Gott, ich kann es gar nicht lesen, Leute, die Diebstahl als Preta wiedergeboren werden. Die Menschen in Thailand glauben außerdem, dass man sofort als Preta wiedergeboren wird, wenn man seinen Eltern schadet. Ein Preta wird normalerweise als ein Wesen dargestellt, das so groß wie eine Palme ist, mit Händen so groß wie Palmenblätter und einem Mund so klein wie ein Nadelöhr. Es wird sein Leben lang unter Sünden leiden, wie es begangen hat. Okay, das könnte ja dieses Vieh sein, was draußen rumrennt. Wie passt das alles hier zusammen, ehrlich, ohne Witz? Wie passt, das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Wie passt es zusammen, dass wir in Teil 1 noch durch so ein komisches Gebäude gelaufen sind, was aussah, keine Ahnung, wie eine Klinik oder so, wo uns dieses Mädchen mit dem Teppichmesser verfolgt hat, dann in ein Haus gekommen sind, was aussah wie ein Wohnhaus, also ein Einfamilienhaus quasi, und dann durch einen Schacht in einem Polizeirevier gelandet sind. Wie passt das alles zusammen? Das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Da steht. Was? Ich habe irgendwas gehört gerade. Da steht der Safe. Aber ich habe keine Safe-Kombination. Das lese ich dann später, wenn ich die Dings gelernt habe. Die Sprache, was ist denn das da? 819. Okay. Boah Gott, Alter, Moment. Muss mal gucken. 5, Moment. Pfeil von unten, Pfeil von oben. 819. Aber ist das egal wie rum? Rechts oder links rum? So, 819. Wähle erstes Passwort. Wie kann ich denn drehen? Achso. 8. Nein! Was macht der denn da? Achso, okay. 8. Nein, zu weit gegangen. Nein, zu wieder zu weit, Moment. Okay, also ein bisschen komisch die Steuerung, Leute, warte mal. So, auf 8. 1. 0. Was? Was verkehrt? 8.
Eins. Acht, eins, neun. Oder soll das? Nee. Aha. 1-9, also was lässt sich daraus? Null, das ist das, was ich daraus lese. Das leuchtet doch so, oder? Nee. Okay. Na, eben überlegen. Sonst ist ja hier auch nichts, ne? Hier hinweismäßig oder so. Okay. So, ich hätte jetzt gesagt, das ist 819. Was könnte das denn sonst sein? 809 ist es auch nicht. Eine Ewigkeit später. Okay. Dann versuchen wir es andersrum. 90. Oh Gott, Leute, ey. Polizeistation Schlüsselbrücke-Phase. Boah, das wäre jetzt aber echt. Also eigentlich hätte ich mal auf den Pfeil da unten zuerst geachtet. Mein Gott, ey. So. Jetzt aber mit dem Schraubenzieher vorne zu dem Gitter. Wo ich mir nicht ganz vorstellen kann, was ich da soll. Weil ich glaube, dass wenn ich dieses Gitter abmache, ich glaube, auf der anderen Seite rauskommen, wo die Toiletten sind, oder? Ja, da wo die Toiletten sind, muss ich raus. Und warum soll ich das machen? Das weiß keiner, ne? Da bestimmt nützt mir das nochmal was, aber was weiß ich noch nicht. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hoch in die dritte Etage wieder. Dann die Tür aufzumachen. Okay, jetzt war wieder oben. Da, wo ich immer darauf hin muss. Weiter hoch gehe ich nicht. Okay. Is that Jane? Jane! Jane! Ich habe die Jacke an, aber ich habe mega Gänsehaut gerade. Ist das Jane? Ich weiß es nicht. Okay. Oh Jane, wo bist du? Da liegt was. Janes Tagebuch vom 4. Mai, also wo die beiden Tagebuch rumliegen hat lassen, ist echt. Nein. So. Ne, kurz die Brille. So.
Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, befand ich mich immer wieder an diesem seltsamen Ort. Ich dachte, die Schlaftabletten könnten mir vielleicht durch die Nacht helfen und mich vor diesem grusigen Albtraum schützen. In diesem Treppenschrank müssen Ratten sein. Kam der Lärm von dort? Wenn du so weitermachst, landest du in einer Mausefalle. Ich schwöre. Okay. Boah, ich nehme kurz die Brille ab. So. So, besser. So, okay. Das sieht aus wie Konferenzraum. Da liegt ein Foto. Oh. Haftbefehl Mr. Pichai Manapai Boom. Davon haben wir auch schon was gelesen, ne? Von dem. Der soll doch an diesem Mord beteiligt gewesen sein. Von dieser älteren Dame, richtig? Glaube ich jetzt zumindest. Jane! Hier ist Tarzan. Jane? Report from Yasutone Police Radio Station on Mr. Pichai. The police says the Pichai, the suspect of robbery cases and the leader of the gang, has run into a truck, which resulted in a sharp steel rod piercing through his left eye. Mr. Pichai was pronounced dead on the spot. The police are now collecting all the evidence for further investigation. There are still a number of bikers fleeing. Please call 0265. Ach so, das ist der Laber, das habe ich dann als Bericht. Was ich lesen kann. Okay. Das war ja letztes Mal auch so, dass wir diese, dass ich das Radio versehentlich ausgemacht habe und nicht gelesen habe, was da gesagt hat. Ja, ich muss wahrscheinlich mit dem. Ich muss wahrscheinlich mit dem Kran das Ding da unten anheben. Das geht wahrscheinlich nicht so einfach. Lass mich raten, ich muss runter das Ding einhaken. So, wir gucken aber erstmal, was hier oben abgeht. Schließlich. Kenne ich meine Umgebung lieber. Achso, das ist das Treppenhaus, ne? Jo. Da brauche ich ja jetzt nicht hin. So. Laufe zur Abwechslung mal. Unglaublich. So. Jetzt nochmal allerdings wieder ein bisschen langsamer. So. Jetzt. Ach, dieses Riesenviech ist schon wieder hier. Jo. Jetzt gehe ich unten durch die Tür oder will durchgehen und jemand macht die Kiste ab und ich bin tot. Das war's dann. Geh vorbei. Da ist aber schon wieder. Sieht doch schon wieder dieses rote Licht. Hey, Kollege! Alles gut bei dir? Oh. Hoffen wir, dass er jetzt nicht wieder verbuggt ist. Wo? Er hat mich nicht gesehen, Alter. Gut gehabt.
Der dreht sofort rum, was ich hier machen. Oh. Oh je. Wie soll ich da weiterkommen, Mann? So schnell wie der sich dreht, kommt er gar nicht weg hier. Guck mal, wie schnell der sich dreht. Knapp. Geht der nicht weiter? Bleibt der jetzt echt hier stehen? Weil hier habe ich keinen Schutz mehr, wenn ich jetzt laufe. Ich weiß so nicht, wo ich hin soll. Ich kann nur davor rechts durch die Tür und da bin ich immer noch frei. Ich warte, bis er in die andere Richtung guckt. So, jetzt. What? Was ist das denn? Ich sehe nichts mehr. Tür oder so? Ah, da vorne. War es echt? Er hat mich getroffen? Ach, okay. Ich dachte, ich könnte laufen. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss ja durch die Tür hier durch. Sehen wir ja easy. Das heißt, ich muss nicht laufen, wenn er nach da guckt. Ey, hier sehe ich überhaupt nichts mehr. Trotz Taschenlampe, ich sehe nur den Boden vor mir. Da! Ah! Boah. Scheiße, da rutscht schon die Brille, Mann. Boah. Ich sehe nichts hier. Richtig dunkel. Also richtig dunkel, Mann. Ist hier wirklich nichts. Da sitzt hier so ein komisches Vieh, es erschreckt mich jetzt. Hallo! Hey, Kollege! Hallo, Kollege! Da bleibt man da sitzen.
Lass die Seele und die Beine baumeln, Junge. Jane? Jane? Hallo? Jane? Präter Erkenntnis Kapitel 2. Okay. So. Ein Präter ist eine verlorene Seele, die auf ewig für ihre begangenen Sünden gefoltert wird. Der quälende Hunger und Durst lässt ihn die ganze Nacht lang wimmern und klagen. Eine Gabe in Form von Essen ist der einzige Weg, den umherwandernden Präter zu beruhigen. Bereite eine Gabe auf einer bunten Tischdecke mit duftenden Räuchermitteln vor. Erstens, lege Essen auf die Teller. Zweitens, lege ein duftendes Stäbchen auf einen der Teller. Drittens, zünde die duftenden Räuchermittel an. Okay. Das ist bestimmt das, was wir in Teil 3 gesehen haben. Jane? Oh. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me! Wow! Shit! Ich bin tot. Oder? Ja. Was hätte ich denn tun müssen? Unter den Tisch gehen oder was? Okay. Also ich glaube, die Olle ist tot. Zumindest sah das jetzt so aus. Achso, sind wir hier. Können wir reden? So. Okay, Moment, Leute. Eben kurz. Also ich kann, sag ich, nur ducken, weil die Tür geht hinter mir zu. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me! Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Ich finde einen Weg, um Peter zu beruhigen. Gaben könnten helfen. Ja, was soll ich machen? Nicht opfern oder was? Streichhölzer, ja, schön. Wie zum Geier soll ich denn jetzt da hinkommen, um mein Streichholz anzuzünden? Wo guckt der denn hin? Komm, zünd an die Scheiße, hallo! Wie kann ich jetzt drücken hier? Geh mal unter den Tisch. Kein Problem. Ich konnte jetzt nichts machen gerade. Die Streichhölzer hab ich doch mitgenommen, oder? Dann ich hab die da liegen lassen. Anscheinend sieht er mich hier auch nicht, können wir rein? So. Was kann ich denn mit dem Tisch jetzt hier machen? Muss ich vielleicht noch mal zu essen besorgen? Ach, hier ist doch nichts, oder?
Hier unter der Hand kann ich nicht runter her. Ich habe jetzt einfach den ganzen Weg hier lang. So. Oh, kann er durchgucken? Oh. Wahrscheinlich macht der gleiche noch die Dings kaputt. Dann kann ich hier. Da ist ein Schlösser drauf, ich werde wahnsinnig. Ja, und jetzt? Wieso legt er sich mal hin? Wie kann ich mich nicht hinkriegen? Tja, ich habe auch nichts, womit ich. Ja, jetzt? Den Schlüssel habe ich jetzt. Räuchermittel, schön. Das geht natürlich nicht auf. Was? Was macht er denn da drüben? Ist er voll am Randalieren da? So, jetzt kann ich bestimmt erst sehen, was. Guck mal da. Oh, Schraubenzieher. Ja, läuft. So, entweder liegt hier irgendwo noch ein zweiter Schlüssel. Oder das reicht. Woanders hin. Weil es gar keinen Schutz mehr auf der Seite. Wo soll ich denn hin? Guck dir da hinten hin. Mm-hmm.
Weil guck doch die ganze Zeit auf die Seite, wo ich bin hier, ne? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Guck weg! Guck weg! Guckt der denn jetzt hin? Ich überlege, ob ich gerade wieder zurückgehe. Aber das bringt wahrscheinlich auch nichts. So ganz gecheckt, wie ich da vorne jetzt noch hinkommen soll. Hier ist ja gar nichts, kein Tisch, überhaupt nichts. Und laufen bin ich direkt tot. Mit Sicherheit. Ah, willst du gerade rausgehen, dann dreht er jetzt wieder rum. Komm, weg. Guck woanders hin. Kann ich immer noch nichts machen. Muss ich denn noch holen? Streichhölzer und Räucherstäbchen habe ich doch jetzt. Aber nichts zu fressen, ne? Boah. Ja, genau den wollte ich gerade als Deckung haben, danke. Da sind wir hier in der Ecke und jetzt? Kann man die Sachen irgendwie bei Resident Evil kombinieren? Ich sehe die Sachen ja nicht mehr im Inventar. Tja. Ich bin tot. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, Leute, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Schon wieder hier, ernsthaft? So. Okay, wir gucken uns da eben kurz ein bisschen um, wenn wir was sehen können. Hier, da liegen die Streichhölzer. Also hier sind die Streichhölzer, da hinten ist der Schlüssel, da ist der Schraubenzieher. Okay, ja, gut. Jane? Tim! Versuchen wir es nochmal. No,
Jane, it's me! Keep away from me! Okay. Ich habe jetzt aber zumindest gesehen, die ist nicht tot. Die ist nämlich da hinten durch die Tür. Jetzt muss ich aber ein bisschen schneller machen, damit er nicht alle Tische direkt wegnimmt. Hier ist nichts mehr. Oh! Oh, oh! Okay, ich glaube, jetzt habe ich dann alles gleich. Gedünsteter Dämpfling habe ich, glaube ich, gerade mitgenommen. Den Schlüssel haben wir. Kurz warten, er hat mich gesehen. Guck doch genau hier hin, komm, guck weg. So, okay. Tür zu. So, Schraubenzieher hier vorne. Wo will er denn? Ah, der kommt schon gleich, wenn er diese Klappe hat. Oh, jetzt kann ich die Tür öffnen? War nicht schlecht. Was ist denn da drin? Ja, komm! Stück des mysteriösen Fotos. Ja, toll! Wo ist jetzt der Schlüssel für die Scheißbreite hier? Toll. Mein Gott, guck doch mal weg! So, haben wir beide Schlüssel. Und somit auch das Räucherstäbchen. Komm! Also, wenn ich da hinlaufe, bam, Schraubenzieher, lol, so. Okay.
wie hab ich es denn jetzt eben gemacht, dass ich da hingekommen bin? Steht da wieder? Ah doch, ein Tisch steht da noch. Okay. Ja, läuft. So. Und jetzt? Ja komm, kann ich laufen? Hallo? Ich will ja nicht gucken, bis der erste Paddy ist. Hallo? Oder haut der ab? Okay, der haut ab. Jane? Jane, schöne Zeitung. Boah, ich könnte aber auf Zeitung kissen. Illegale Raserei endet mit Stahlstangen im Auge. Hm, um 2 Uhr heute Morgen. Um 2 Uhr heute Morgen jagten die Polizeikräfte von Josuthorn illegale Raser auf der Autobahn von Josuthorn nach Bettelkiller. Einige konnten entkommen, unter ihnen Mr. Pichai Manapai Boom, der letztendlich mit einem LKW zusammenstieß und sich dabei eine scharfe Stahlstange durch sein linkes Auge und durch den Kopf rammte. Mr. Pichai oder T war der Hauptverdächtige vieler Motorraddiebstähle und die Polizei sammelte nun alle Hinweise für eine eingehende Forschung. Der Leichnam von Mr. Pichai wurde zu seiner Familie gesandt, um die Beerdigung zu veranlassen. An diesem Vieh fehlt doch auch das linke Auge, richtig? So langsam setzen sich die Puzzleteile zusammen. Ja Leute, das war der vierte Teil von Home Sweet Home. Heute mit so einer Art Bosskampf, sage ich mal. War ganz geil, war auch echt spannend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen da, über ein Abo freue ich mich natürlich auch, Kommentare sowieso, ich versuche auch alles zu beantworten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.